Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic mit unserer Attentäterin. So, wir werden jetzt erstmal wir hätten doch ganz einfach haben können. Ich hab doch den Dings hier, besessener Jäger. Das wäre ein Portmittel gewesen. Dann wären wir direkt dahin gekommen. Zum Einjank. Naja. Hier musste man damals auch für die HK-Mission, Teile suchen. Papa, Frau Jens in Alama Partei Galakai, in Alama Amainai. Captain Walding nur ein Fressen. Da ist er. Schön mit dem. Mit dem Sternzerstörer da drüber. Warum nehme ich eigentlich keinen Gefährt? So, da ist der Eingang. Da werden wir rausgekommen. Aber gut, an das Ding habe ich jetzt nicht gedacht. Ist auch noch eine Heldenmission. Ja, natürlich. Heike erzählt. Besessener Jäger. Wir könnten probieren. Könnten gucken gehen. Cam, du hängst hinterher. Und da ist er ja schon. Wisdom Usatidama. Dieser Ort riecht nach Tod. Wat? Aru Jamunja. Da hat gerade die Nase auch neu gekrabbelt. Warte mal. Heilen. Sonst wird das hier nichts. Uns ja wieder durchwurschteln hier können. Machen wir auch. Pass auf. Atraus. Ja,
Jawohl, Alter, so sieht's doch mal aus. Hier schnell respawn hier. Naja, früher musstest du Ewigkeiten warten, bis du hier mal durchgekommen bist. Ja, kommst du doch durch hier mit der Tarnung. Das ist gut. Dann gucken wir hier am Eingang, die sind noch nicht respawn. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da hinten sieht es so grün aus. Kein Corona, alles gut. Muss man irgendwie heutzutage mal irgendwie sagen, es ging Corona, alles gut. Wir pümmeln einfach mal weiter. Da müssen wir hin, wa? Der sieht doch so aus, als wenn wir da hin müssen. Sehr gut. Das hätten wir schon mal. In Twifel atraus. Ich habe auf euch gewartet. Ich habe eure Bewegungen in der Macht verspürt. Und sie haben mich aus meinem Albtraum befreit. Ich bin noch immer zu schwach, um fortzugehen. Aber ich wusste, dass ihr zu mir kommen würdet, wenn ich erst Ärgernis genug für euch wäre. Die Sith verschwenden jede Menge Fleisch an alles, was sie ängstigt. Und nun seid ihr hier. Blut meines Blutes. Nun seid ihr hier. Wovon sprecht ihr? Ah, ihr kennt mich nicht. Ist unsere Familie so tief gesunken, dass die Tochter meiner Töchter den Namen Kallik nicht mehr kennt? Ein Name, der lange in den Annalen der Sith verehrt wurde. Ihr seid mein Nachkomme, auch wenn ich nicht weiß, in wie vielter Generation. Aber eines solltet ihr wissen. Eure Stärke in der Macht hat mich aus der Erstarrung erweckt. Inwiefern habe ich euch erweckt? Als die Schwächlinge dieses Planeten mein Grab betraten, wurde ich auferweckt, um mein altes Leben weiterzuführen. Dieser Tempel wurde zu meinem Königreich und ich war wieder ein Lord der Sith. Aber als ihr zum ersten Mal euer Lichtschwert in die Hand nahmt, wurde mir klar, dass meine Stunde gekommen war und dass durch eure Stärke der Ruhm unserer Familie wiederhergestellt würde, nicht durch meine. Aber ich bin eine ehemalige Sklavin. Das ist meine Schuld. Ich war einst ein großer Lord der Sith. Wenn ich klüger gewesen wäre, hätte ich den Ruhm meiner Familie wahren können. Aber ich war unachtsam und wurde von einem Mann namens Tulak Hort verraten, den ich einst zu meinen Freunden zählte. Iblises Amins Weihheitsfuls, Gawendida Siegfram Tauhans. Ha! Euer Meister ist tot, Bestie. Ihr dient nun Kalliks Nachfahren.
Fleisch meines Fleisches, ihr solltet euren Diener gehorsam lehren. Ich behandle ihn, wie ich will. Wie ihr wünscht. Doch ich warne euch, nehmt Gehorsam nicht als gegeben hin. Ihr dürft die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, wenn ihr unsere Blutlinie wieder zum Ruhm führen wollt. Verrat ist das endlose Spiel der Sith. Ihr müsst es gewinnen. Aber... Keine Sorge, ich komme schon zurecht. Hütet euch vor eurer Meisterin und auch vor euren Schülern. Lasst euch nie überraschen. Bedenkt diese Worte und euch wird nichts aufhalten. Aber ihr seid nicht hier, um mich zu sehen. Ihr seid wegen des Artefakts hier, das ich Tula Kord vor meinem Tode noch entreißen konnte. Nehmt das Artefakt. Aber seid vorsichtig. Sein Zweck blieb mir verborgen. Ich weiß nur, dass es vom Verrat verfolgt wird. Sonst wäre es auch kaum der Mühe wert. Seid wachsam. Ich warte bereits auf den Tag, an dem unsere Macht wiederhergestellt ist. Wir werden uns wiedersehen. Jo, okay. Werden wir. Müssen wir. Mit Sicherheit. So. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen, oder? Schülerin, hast du das Artefakt bereits? Was glaubt ihr? Natürlich. Ausgezeichnet. Kehre zu Skutias, meinen Gemächern zurück. Ich will das Artefakt endlich sehen. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung? Vertrau mir, diese wirst du besonders lieben. Kehre jetzt mit dem Artefakt zurück. Ich kann es kaum erwarten. Gut. Porten. Ja, man ist ziemlich schnell unterwegs hier, wenn man nur die Hauptquest oder der Hauptquest nachgeht. Dann werden wir mal gucken, wa? Wo ist denn die alte Hexe? Hier. In Twifel Atraus. Fantastisch. Du kommst gerade rechtzeitig für meine Überraschung. Während du unterwegs warst, habe ich Skutias Forschungen studiert. Skutias Gemächer sind eine Schatztruhe voller Forschungen. Wer hätte gedacht, dass jemand wie er so wissbegierig war? Jetzt tut es mir beinahe leid, dass wir ihn töten mussten. Aber lass mich nun einen Blick auf das Artefakt werfen. Ihr sagtet, dass ihr eine Überraschung für mich hättet? Allerdings, das habe ich. Ich komme gleich darauf zurück. Doch sag... Wie hast du die Erscheinung besänftigen können? Zuerst habe ich einen Magneten genommen und dann einen Würfel. Ich verstehe. Du hast deine Geheimnisse. Ich werde jedoch nicht so verschlossen sein. Ich studiere Tula Kords Artefakte nun schon eine ganze Weile. Und ein Blick auf das von dir beschaffte Artefakt bestätigt all meine Vermutungen. Diese Artefakte werden alles verändern, vor allem dich. Sie werden dich mächtiger machen, als du es dir je hättest vorstellen können. Ich habe es gesehen. Was genau bewirken diese Artefakte? Dieses Artefakt ist eines von 5,
die ein bestimmtes Ritual beschreiben, mit dessen Hilfe der große Tulak-Hort das Dromund-System unterwarf. Ich werde die Natur des Rituals erst dann völlig verstehen können, wenn ich alle Artefakte zusammen habe. Aber ich habe gesehen, dass nur du allein die Macht dieses Rituals nutzen wirst. Die Artefakte sind in der gesamten Galaxis verstreut. Einige wurden von Tulak-Hort selbst versteckt und andere wurden ihm von Verrätern entrissen. Skutias Dokumente weisen auf Balmorra und Nar Shaddaa hin. Ich werde noch eine Weile brauchen, um die anderen zwei Planeten zu ermitteln. Wie soll ich dorthin kommen? Ach ja, das bringt uns zu meiner Überraschung zurück. Wenn du dieses Artefakt finden willst, brauchst du zunächst ein Raumschiff. Und ich habe dir eins besorgt. Du musst es nur noch abholen. Für mich? Ihr seid zu gnädig. Ja, du hast es dir verdient. Du findest dein Schiff am Raumhafen. Die Galaxis gehört dir. Denk dran, mich zu kontaktieren, wenn du einen der besagten Planeten erreichst, damit ich dir weitere Informationen zur Position der Artefakte geben kann. Viel Glück. Aber Barna Habens, glaub Bena, nie in Usequai, Usi Terrens Apipao. So. Ah, verdammt. Wir haben ein Raumschiff, ne? Wir werden aber jetzt erstmal die Revanita-Story machen. So, was steht denn da? Reise nach Nar Shaddaa, begib dich zum Hangar. Die Mauer? Warte mal, kann ich von hier? Konnten wir von hier da hinreisen in das Lager? Ich glaube, da ihr habt eine Fähre hin. Wir gucken mal. Wo ich ja dachte, dass das, wo ich da bin, die Fähre ist. Aber wo ist denn, das ist ja überhaupt nicht angezeigt. Doch hier unten. Wie lautet der Bestimmungsort? Revanita. Hier steht's doch. Revanita-Anlage. Wie komme ich denn darauf? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Missionen, Geschichtenerzähler. Du hast eine beliebige Story-Mission abgeschlossen. Okay. Ja, ich bin schon gut, ne? Aber ihr findet hier etliche Aufgaben, die ihr hier auch machen könnt. Aber wie gesagt, das ist alles so mittlerweile so gestrickt, dass ihr braucht eigentlich bloß, um vernünftig voranzukommen, die lila Quests machen. Wenn ihr Nebenquests macht, die Heldenmissionen macht, dann, ja, ich sag mal, dann kommt ihr hier schon vom Planeten runter mit, ich sag mal, mit einem Überschuss an Leveln. Also man ist auf jeden Fall bereit für den nächsten Planeten. Wurde viel vereinfacht. Aber ja, gut. Dann ist das halt so, wisst ihr. Die Leute wollen ja. Wisst ihr nicht, du kannst ja einige Sachen hier auch auf schwerere Modis spielen. Aber die Leute wollen einfach, ja, sag mal, Geschichten durchspielen. Also, heutzutage will sich doch kaum noch einer irgendwie stundenlang an irgendein Spiel binden. Obwohl ich aber anders bin. Ich mag so Rollenspiele, die ziemlich lange gehen. Ich hab bei Witcher bin ich über 400 Stunden. Bei Assassin's Creed Odyssey war ich knapp 400 Stunden drinne. Ja. Das ist Red Dead Redemption habe ich auch bestimmt weit über 100 Stunden. Aber gut. So, wo ist denn der? Da ist der. Habt ihr euch im Dschungel verirrt? Das tut mir leid für euch. Aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort.
Man hat mir dieses Zeichen gegeben. Sagt euch das was? Ich bin nicht sicher. Ah, ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Ich suche das Oberhaupt der Revaniter. Seid ihr das? Nein, ich führe Anwärter auf den richtigen Weg. Dies hier ist unsere Zuflucht. Erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Nichts ist größer als die Sith. Es gibt kein noch mehr zu erreichen. Ist das wirklich so? Die Sith sind ein Weg zur Macht. Aber endet dieser Weg mit der Philosophie der Sith? Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Das gehört ins Reich der Mythen. Es klingt vielleicht wie eine Sage, aber es ist wahr. Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von Neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Dromund Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Ich glaube nicht, dass es in diesem Kult nur ums Lernen geht. Wir lernen, besser und mächtiger zu werden. Das Imperium unterstützt uns nicht offen, aber wir glauben an seinen Weg. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten. Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten. Was muss ich tun, um dem Meister zu begegnen? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer. Revaniter, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Okay. Okay. Habe ich hier eigentlich noch so eine Erfahrung? Ja. So, wo ist mir jetzt hin? Da leuchtet was. Da leuchtet was. Junge, wer bist du? Kommt her. Kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines. Ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit, für uns zu sterben? Ich finde, die Schatten, die sehen so pixelig aus. Ich weiß nicht, warum. Sucht ihr Ärger, alter Mann? Nein, ich stelle nur eine Frage. Denkt gut nach, denn jeder Revaniter muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? Als ich Sith wurde, habe ich die Vergangenheit hinter mir gelassen. Dann habt ihr nichts zu fürchten. Vor uns liegt ein Pfad. Unter diesem Pfad liegt eine Höhle. Und die ist Darth Revan gewidmet. Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren, neu erschaffen. Ich möchte mehr erfahren. Geht nur. Ihr werdet schon sehen. Der Pfad ist hier.
Die Höhle ist eine andere Sache. Je herausfordernder, desto besser. Denkt daran. Es geht nicht ums Überleben. Vertraut dem Weg von Darth Revan. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Geht nun und kommt wieder, wenn ihr das Ende der Höhle erreicht habt. Okay, dann mal... Dann mal los, wa? Achso, der ist ja Highlights. Muss ich die töten? Nö. So, gut, schön. Können wir die ja mal am Leben lassen. Töten. Baru Jamunja. Auch nicht. Nikademos in Pisemeban frumest Hosida Fram. Hä? Wieso ist denn das? Freunde. Ich dachte, ich bin hier im Linksmodus. Das war jetzt unerwartet. Wurde ich jetzt, Ach, ich schicke immer noch den... Ich schicke ihn immer noch hin. So... Müssen wir hier die Viecher hier umbringen oder kann ich hier einfach durch? Ich weiß es ja nicht mehr. Wenn es jetzt hier nur springt, dann... Nö, bringt nichts. Na, dann können wir auch hier... durchzotteln und dann da oben... Müssen wir da oben hin? Ja. Ustaupaim, Aisijai in Alam, is Frumadain Habans. Scheiße, Witter. Wurden wir schon wieder vom Blitz getroffen. Und der Bug jetzt wieder mit. Genau. Fällt erstmal um und dann stehen wir wieder auf. Ach, herrlich. So, wo ist denn der Verrückte? Schließen wir jetzt noch ab. Ihr seid zurück. Tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Aber sicher doch. Ihr seid jetzt frei. Frei von allem, was ihr einmal wart. Genießt den Augenblick. Er kommt nie wieder. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? Genauso wie vorher. Da ist nichts. Ich fühle gar nichts. Das ist keine Schande. Als Revan starb, dauerte seine Wiedergeburt viele Monate. Euch wird es nicht anders gehen. Ihr habt es gut gemacht. Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten.
Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Ja, guck mal, da gibt es was Neues. Ach, neuer. Ja, komm. War hier noch irgendwas? Ach, wir haben ja hier noch eine Tresorkiste gehabt. Ah, verdammt. Gut. Freunde der Sonne, ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder und machen dann hier die Revan-Story weiter. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.